Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's hier für euch die besten Winterautos, die du dir leisten kannst. Denn wer würde nicht gerne sein Schätzchen in die Garage stellen zum Überwintern und damit in einem Auto, wo einem Rost und so weiter egal ist, schön im Winter fährt? Deshalb habe ich euch hier mal ein paar Autos zusammengepackt, die hauptsächlich Allrad haben und so maximal 2000 Euro kosten. Aber ich würde mal sagen, los geht's mit dem Video. Mercedes-Benz W210, E280, E230, 4MATIC. Jetzt kommen wir zur ersten Generation der Rundaugen-E-Klasse, die mit diesem Motorisierung von 1997 bis 2002 gebaut wurde. In beiden Fällen haben wir den M112 Motor unter der Haube. Im Fall des E280 in einer 2,8 Liter Version mit 204 PS und 270 Nm Drehmoment und im Fall des E320 einen 3,2 Liter V6 Motor, der 224 PS und 315 Nm Drehmoment leistet und somit diese E-Klasse in 7,9 Sekunden auf 100 beschleunigt und einen Topspeed von 238 km/h möglich macht. Aber naja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, das leidige Thema dieses Kfz ist natürlich der Rost, aber ihr bekommt die schon im Winterauto brauchbaren Zustand zwischen 1000 und 2000 Euro mit Allrad, was eigentlich verhältnismäßig ziemlich günstig ist. Die Autos sind von der Technik her grundsolide. Beim M112 Motor gibt es eigentlich nicht wirklich Probleme, nur manchmal geht der Kurbelwellensensor kaputt oder die Dichtungen der Ventildeckel werden manchmal auch undicht. Aber ansonsten, wie gesagt, grundsolide. Holt euch am besten nur ein Exemplar, was nicht so viel Rost hat, damit ihr auf jeden Fall noch durch den TÜV kommt, aber wenn er eh schon angegammelt ist, dann juckt es euch auch ganz ehrlich nicht, wenn er noch ein bisschen mehr weggammelt. Aber naja, solange ihr noch TÜV bekommt, ist alles in Ordnung. Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro. Dieser A6 wurde als 2.5 TDI Quattro von 1997 bis 2001 gebaut. Brauchbare Exemplare bekommt ihr hier schon ab 1000 Euro. Unter der Haube haben wir hier einen 2,5 Liter V6 Turbo Diesel, der je nach Version 150 oder 180 PS leistet. In der stärkeren Version sind dann noch 370 Nm Drehmoment am Start und er beschleunigt somit in 8,9 Sekunden auf 100 und hat einen Topspeed von 221 km/h. Hört sich eigentlich ziemlich gut an, vor allem für diesen Preis. Und Audis aus der Zeit neigen eigentlich nicht wirklich zu Rost. Naja, aber der Motor ist dafür bekannt, dass er einige Probleme macht, wie zum Beispiel eingelaufene Nockenwellen. Dazu kommt noch, dass ihr euch auf keinen Fall ein Exemplar mit Automatikgetriebe holen sollt, beziehungsweise mit der Audi Multitronic, da diese oft Getriebeschäden erleiden, also am besten Handschalter kaufen. Ihr bekommt mit dem Auto zwar keine grüne Plakette, aber für den Preis habt ihr ein A6 Kombi, also ein ziemlich großes Auto, was jetzt nicht so viel Sprit verbraucht und einigermaßen Leistung hat und dazu noch Allrad. Also eigentlich eine ganz gute Sache. Volvo V70 All-Wheel Drive. Jetzt kommen wir zur zweiten Generation des Volvo V70, der von 2000 bis 2007 gebaut wurde. Diesen gibt es leider nicht in allen Motorisierungen als Allrad. Ich habe euch hier mal den 2.4 T reingepackt. Dieser hat, wie ihr Name schon vermuten lässt, einen 2,4 Liter Motor in der Haube. Um genau zu sein, ein rein 5-Zylinder Ottomotor, dem eine Turboaufladung verpasst wurde. Dieser leistet somit 200 PS und 285 Nm Drehmoment und ihr bekommt brauchbare Exemplare schon ab 2000 Euro. Und diesen gibt es sogar in der Allroad bzw. Offroad Version, was noch besser als Winterauto macht. Noch ein kleiner Fakt nebenbei, wenn ihr euch wundert, welche Motorisierung es da noch so gibt. Denn bei diesem Volvo ist egal welchen ihr kauft, ob ein Diesel oder Benziner, alles sind immer rein 5-Zylinder, was eigentlich ziemlich cool ist. Golf 3. Jetzt kommen wir zu dem so ziemlich günstigsten Kfz auf dieser Liste. Denn diesen bekommt ihr schon für unter 1000 Euro, beziehungsweise eher für ein paar hundert Euro in einigermaßen brauchbarem Zustand. Meistens bekommt ihr für dieses Geld 1.4er oder 1.6er. Beim 1.6er haben wir einen 1,6 Liter rein 4-Zylinder Saugmotor, der 75 PS und in der späteren Version 135 Nm Drehmoment leistet. Somit beschleunigt dieser Golf 3 in 13,4 Sekunden auf 100 und hat eine V-Max von 168 km/h. Dieses Auto hat zwar keinen Allrad, aber Frontantrieb, was für den Winter noch ein bisschen besser als Heckantrieb ist, also vom Sicherheitsaspekt der, weil wer querfahren will, ist natürlich Heckantrieb am Start. Ich glaube nämlich, für unter 1000 Euro ist eigentlich so ziemlich der Golf 3 das beste Winterauto, was es so gibt. Man könnte sich natürlich jetzt auch einen Corsa B holen, aber ein Golf 3 ist, glaube ich, ein bisschen größer und komfortabler als ein Corsa B, obwohl der Corsa B natürlich einen speziellen Platz in meinem Herzen hat. Subaru Legacy All-Wheel Drive. Jetzt kommen wir zur zweiten Generation des Subaru Legacy, die von 1994 bis 1999 gebaut wurde. Diesen bekommt ihr auch schon für unter 1000 Euro und diesen gibt es auch in einer Outback-Version, also einer höher gelegten Version, die schon etwas mehr auf Offroad ausgelegt ist. In den meisten Versionen werdet ihr hier einen 2,5 Liter 4-Zylinder Boxermotor am Start haben, um genau zu sein einen Sauger, der 150 PS und 221 Nm Drehmoment leistet, eine V-Max von 200 km/h möglich macht und diesen Subi in 10,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Aber Autos aus Fernost und Rost, das ist so eine Sache, die gehört einfach zusammen. Deshalb müsst ihr am Kauf vor allem auf Rost achten, die Motoren sind aber an sich eigentlich grundsolide. Aber wie schon vorher bei der E-Klasse gesagt, wenn ihr es nur als Winterauto benutzt und euch das eigentlich so ziemlich egal ist, muss ja nur sicher sein, das Auto, ob es ein bisschen Rost hat, egal, solange es keine Durchrostung hat, also keinen TÜV mehr bekommt. Und je nachdem solltet ihr am besten einfach dann schauen, was in eurem Preisrahmen das sicherste, luxuriöseste und einfach chilligste ist. Das war's heute mit diesem Video. Schreibt mir bitte auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ich irgendein Winterauto vergessen habe, das unbedingt auf diese Liste gehört. Und checkt mal Instagram in der Beschreibung, da ihr aktuell wieder eure Autos für ein kommendes Wir bewerten eure Dreckskarren-Videos schicken könnt. Und aktiviert die Glocke, falls ihr...